sitzen heute bei unserem langjährigen Kunden Oliver im Wohnzimmer. Und Oliver hat im Februar 2021 eine nicht so schöne Sache erlebt. Ja, ich hatte einen Brandschaden hier bei mir im Haus. Der ist so passiert, ich saß hier im Wohnzimmer, habe eine Shisha geraucht, habe dann für ein paar Minuten den Raum verlassen, weil ich im Nachbargebäude in meinem Büro war, habe dort gearbeitet. Ich habe dann eine SMS auf mein Handy bekommen, dass bei mir im Haus der Strom ausgefallen ist. Das habe ich deswegen wegen den Aquarien, damit da nicht zu lange der Strom weg ist für die Fische. Und bin dann rüber ins Haus gegangen, habe dort die Terrassentür aufgemacht und stand dann im Prinzip vor einer schwarzen Rauchwand. Bin dann erstmal in das Haus rein, um rauszubekommen, was passiert ist. Dann kam auch schon die Feuerwehr, hat getan, was sie tun musste. Aber es entstand natürlich ein Riesenschaden. Die Frage, die sich dann stellt, wie ging es für Oliver weiter im Schadensfall? Wir haben dann am gleichen Abend noch bei AXA Becker Union angerufen, den Schaden gemeldet. Und die haben uns versichert, dass sie alles Notwendige in die Wege leiten werden. Uns ist es gelungen, in kürzester Zeit alle wichtigen Personen zur Schadenabwicklung zusammenzuführen und einen Termin bei Oliver zu vereinbaren. Der Sachverständige hat dann das bestätigt, was ich schon vermutet hatte, dass eine umgefallene Shisha den Brand verursacht hat, die das Sofa in Brand gesetzt hat, den Teppich in Brand gesetzt hat und dann das Aquarium beschädigt hat. Für uns als Becker und Union UAG ist es sehr wichtig, dass wir unsere Kunden nah begleiten im Schadensfall. Uns interessiert natürlich, wie Oliver sich in diesem konkreten Fall betreut gefühlt hat. Ja, ich habe mich super betreut gefühlt. Am Anfang steht man natürlich da und weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Komplettes Chaos. Man ist komplett überfordert mit der ganzen Geschichte, weil sowas ist ja nicht alltäglich. Schlussendlich ist der Schaden komplett reguliert worden. Mir ist kein Nachteil dadurch entstanden und ich bin froh, dass ich so einen Partner an der Seite hatte in dieser Situation.